Die EU hat heute entschieden, dass die Sanktionen gegen Russland um weitere 6 Monate verlängert werden. Das begrüßen wir von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und wir erwarten auch, dass wir in der Bundesregierung in dieser Frage beieinander bleiben und dass nicht aus der Bundesregierung heraus Irritationen an unsere Partner in der NATO und in der EU gegeben werden. Wir haben alle miteinander zugestimmt, dass Manöver in Polen stattfinden, an denen auch Einheiten der Bundeswehr teilnehmen. Das hat seinen Grund, weil vor allem die baltischen Staaten besorgt sind über die Entwicklungen in der Ukraine. Und es ist ja nicht so, dass die Krim einfach so locker zu Russland gekommen sei. Es gibt also Grund dafür zu sorgen, dass die Abmachungen von Minsk eingehalten werden. Und natürlich ist es richtig, dass wir mit Russland im Gespräch bleiben. Das macht die Bundeskanzlerin auch regelmäßig. Wir werden heute in der Bundestagsfraktion eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen. Es wird eine stramme Woche werden. Wir werden eine ganze Reihe von Dingen, die brachgelegen haben in der letzten Zeit, jetzt voranbringen. Da ist einmal die Erbschaftssteuer, die in dieser Woche in die zweite und dritte Lesung geht und damit auch verabschiedet wird. Und wir haben ein Thema, das gar nicht einfach in unserer Fraktion ist, nämlich das sogenannte Fracking, das Gewinnen von Gas und Öl aus Schiefergesteinsschichten, wie damit umgegangen wird. Wir haben da eine neue Situation dadurch, dass die Wirtschaft gesagt hat, wenn jetzt keine gesetzlichen Regelungen kommen, werden wir einfach Anträge stellen. Und dann hätte das zu Verfahren geführt, die wesentlich leichter möglich wären. Und deswegen müssen wir jetzt handeln. Und ich bin froh, es gab in der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen vor allem eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, dass es für sie alles schwierig sei. Es gibt dort auch Regionen, die besonders betroffen sein könnten. Und deswegen ist heute der Vorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, da, der in einer Sondersitzung mit der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen gesprochen hat und zu Ergebnissen gekommen ist. Ja, vielen Dank. In der Tat hat sich seit den Ereignissen der letzten Tage, als die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen gesagt hat, sie will jetzt nach altem Bergrecht Fracking genehmigen. Da war der Handlungsbedarf da, dass jetzt das Bundesgesetz, das lange schon im Parlament liegt, von dem auch die Ministerin gesagt hat, sie braucht es zum besseren Wasserschutz, dass das jetzt schnell beschlossen wird. Und unsere Landesgruppe war sehr zögerlich, weil wir für Nordrhein-Westfalen Fracking ausschließen, auch Probebohrungen ausschließen. Und das Bundesgesetz ist jetzt so formuliert, dass ein Ländervorbehalt im Gesetz steht. Das heißt, die jeweilige Landesregierung muss zustimmen. Und zweitens ein Parlamentsvorbehalt für das Jahr 2021 noch mal da ist. Nach der wissenschaftlichen Untersuchung wird dann noch einmal das Parlament entscheiden. Das sind zwei wichtige Ergebnisse. Und wir sind froh, dass in den Verhandlungen der Fraktionsvorsitzende dies auch bei der SPD durchsetzen konnte und wir jetzt dieses Gesetz haben.